Hallo. Ich habe lange blonde Haare und ganz große Titten. Ich blas dich bis zur Bewusstlosigkeit. Hallo, das ist ein Ärgergespräch. Nehmen Sie die Kosten an? Ja, natürlich. Ich mach dir die Hose auf. Warum sind Bilder quadratisch, wenn die Linse rund ist? Ich habe einen neuen iPod. Da passen entweder 5000 Songs drauf oder eine Telefonnachricht von meiner Mama. Man soll kein Metall in einen Mikrowellenofen stellen. Ja, das stimmt. In meiner Küche fehlt jetzt eine Wand. Eigentlich bin ich immer sehr freundlich, wenn ich selbst Gespräche führe. Aber da habe ich mich wieder mal belogen. Ich bin oft echt unhöflich. Ich sag so ganz sachte, du Arschloch. Ich sag, was hast du gesagt? Nix. Ich habe einen Halbzwilling und einen siamesischen Stiefsohn. In der 4. Klasse hat mich meine Lehrerin gefragt, wenn du ein Tier sein könntest, welches Tier würdest du denn gern sein? Ich sag, ein Vogel. Ah, weil du dann fliegen kannst? Nee, wegen der weißen Scheiße. Ich finde es nicht richtig, dass nur eine Firma das Brettspiel Monopoly herstellen darf. Ich war mal als Verkäufer in einer Zoohandlung angestellt. Und da bin ich leider gleich am ersten Tag rausgeflogen. Die hatten 3 Schlangen und ich dachte, wie geil wäre das, die als Zopf zusammenzuknoten und als 3-köpfige Schlange zu verkaufen. Mein Opa war ein ulkiger Typ. Als ich noch klein war, fragte er mich, wie alt bist du jetzt? Ich sag 7. Als ich so alt war wie du, war ich schon 8. Dann hat er hysterisch gekichert und seinen Suppenlöffel aus dem Fenster geschmissen. Einmal frage ich, Opa, ich hatte einen seltsamen Traum, was bedeutet das? Das bedeutet, dass du geschlafen hast, du Eumel. Dann hat er wieder gekichert und ganz laut in seine Windel gefurzt. Meine Oma hat geflüstert, hey, komm mal her. Ich sag, was meinst du damit, hey, komm mal her? Ja, du bist da drüben und ich bin hier, also komm doch mal her. Hier sind 10 Mark, aber sag deiner Mama nichts davon. Na, das kostet aber mehr. Das Universum breitet sich aus. Das hilft bestimmt, endlich mehr Parkplätze zu schaffen. In meiner Freizeit verschwende ich gern Zeit. Mein Hund hat seine eigene Website. Nix wie nackte Katzen. Was, wenn ich einen Tag früher geboren wäre? Wäre mein Leben dann anders verlaufen? Wahrscheinlich wäre alles genau gleich. Außer ich hätte mir diese bescheuerte Frage schon gestern gestellt.